Nicht hier oben, okay. Dann können wir das mitnehmen und das mitnehmen. Passt. Dann haben wir wieder fast volle Muni. Das ist doch super. Müssen wir hier vielleicht durch die Tür? Ich gebe Ihnen Deckung, Post. Ja, sieht gut aus. Wo kommst du da auf einmal her? Prophet, wir haben einen der Archäologen lokalisiert. Keine Panik, Schätzchen. Was ist passiert? Ich bin okay. Das ist nicht mein Blut. Padowski. Irgendwas hat ihn zerfetzt. Wir dachten, niemand würde uns retten. Wo waren Sie denn so lange? Ihr Boot war ziemlich schwer zu finden, Lady. Unser Boot? Das ist hinüber. Ich habe Langley vor einer Woche informiert. Als niemand kam, wollten wir zum Hafen, aber irgendwas. Ja, ist ja gut. Wir hier sind. Irgendetwas da draußen tötet Menschen. Wo ist der Rest Ihres Teams? Badowski ist tot. Die anderen sind noch an der Ausgrabungsstätte. Östlich vom Helipad, über den Wasserfällen. Helfen Sie ihnen. Sie haben keine Ahnung, was Sie gefunden haben. Können Sie uns hinbringen, Schätzchen? Sorry, Schätzchen. Aber ich gehe nicht zurück. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Hören Sie. Wir haben Rosendahl überwacht. Er hat im Dschungel eine Statue freigelegt. Nur, das ist keine Statue. Sie hat begonnen, ein Signal zu senden. Es hat uns zu einem Komplex im Berg geführt. Rosendahl hält ihn für den Beweis einer untergegangenen Zivilisation. Wir sind nicht so sicher. Oh oh, es bebt. Was bebt denn hier so? Aufgeweckt. Sie haben vermutlich nicht viel Zeit. Holen Sie Rosendahls Team da raus und sichern Sie diese Insel. Egal was für ein Ding das ist, die Koreaner dürfen es nicht bekommen. Ich störe ja nur ungern, aber sie kriegen Besuch. Eine Panzereinheit nähert sich ihrer Position. Verschwinden Sie schnell. Kümmer du dich um die Panzer, Nomad. Ich bringe Matahari an einen sicheren Exfiltrationspunkt. Gut, dann bin ich ja mal froh, dass wir Raketenwerfer haben. Du musst die Kerle erledigen, damit ich den Zivilisten evakuieren kann. Nur noch gucken, wo sind denn die Panzer? Sind die vielleicht hier? Hallo? Fahrt doch mal vorbei, so mit einem Lächeln und einem Winken drauf oder so. Das wäre doch jetzt schön. Oh, hat mich denn jemand? Ah, da fährt so ein grüner Punkt hier gleich vorbei. Moment. Moment. Er macht hier gleich eine Kurve bestimmt. Ja, sieht sehr gut aus. Feuer! Nochmal und nochmal. Der eine Panzer ist down. Neun Raketenwerfer nehmen hier. So, wo haben wir denn den anderen Panzer hier? Hallo. Scheint aber noch ein bisschen weiter entfernt zu sein. Sehen wir ja nicht mal. Ich sehe, wir haben wieder einen gelben Punkt auf der Karte. Ah, da ist der Panzer. Wow! Das war's nicht. Das war's nicht. So. Er ist noch nicht down? Panzer lebt noch. Wow! Moment. Granate gleich. Granate! Hier nochmal. Granate! Wie viel hält denn der aus, ey? Ernsthaft? Fällt's down? Oh oh, ich glaube nicht, dass er down ist. Oh oh! Oh oh, energiekritisch? Normalerweise wäre ich tot, so wie jetzt. Okay. Das war ja auch schon ein bisschen doof, ne? Ja, 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 bla bla. So, warten wir hier mal wieder auf den Panzer. Oder vielleicht gehen wir auch hier lang oder so, ich weiß nicht. Okay, das Fenster ist auf. Ich hab Dingens Munition verschwendet, egal. So, Panzer, komm mal hier ums Eck. Komm mal hier ums Eck. So, warten und Feuer und Feuer und Feuer. Damit ich die Geisel wegschaffen kann.
Ja, Moment, ich brauche immer neue Raketenmuni. Sonst wird das hier nichts. Ups. Da! Was mache ich denn? Ach, ich habe Granatenwerfen und Taste gedrückt. Ich bin ja auch doof, ey. Vorsicht, Nomad. Eine Panzerdivision der KVA kommt in die so fatal Richtung. Kann ein falscher Knopfdruck sein. So, nehmen wir jetzt auch mal die richtige Taste hier. Extra nochmal für die Tastatur dafür geguckt. Ach so, ich habe schon einen Raketenwerfer. Okay. So, warten mal. Gehen wir mal aufs Dach oder so. Würde ich mal vorschlagen. Ganz spontan. So, irgendwo hier unten soll er sein. Und ballern, yay! Er lebt noch, verdammt. Ist natürlich schlecht. Brauchen wir noch einen Raketenwerfer hier. Das ist aber nicht in dem Raum, sondern nochmal eine Etage tiefer. Weg! So, Raketenwerfer angelegt hier. Und nochmal. Bam. Ja, ja. Du mich auch. Aber sowas von. So, nehmen wir hier nochmal einen mit. Ich kann den nicht ablegen, verdammt. Granaten sind auch voll. Gehen wir nochmal nach oben und gucken mal, ob wir den anderen Panzer dort irgendwie sehen können oder so. Nee, der Panzer ist noch zu weit entfernt. Er müsste aber irgendwo hier in dieser Richtung liegen. Da ist er. So, und jetzt neue Raketen holen. Mit der richtigen Taste natürlich. Nicht hier. So, nochmal eine Etage tiefer. Oh, ich lerne das auch nie, ey. So, Raketenwerfer nehmen. Dann nochmal aufs Dach. Aufs Dach, yeah. So, dann gucken wir hier nochmal. Irgendwo in dieser Richtung müsste er sein. Ich kann ihn im Moment nicht sehen. Nee, ist gerade schlechte Sicht von hier aus. Gehen wir hier doch mal runter. Ich hoffe, das geht. Gerade so. Am besten hier noch mit Tarnvorrichtung oder so. Damit wir zumindest einmal Sicht auf ihn bekommen. Und irgendwo muss er ja sein, oder nicht? Okay, hier um die Ecke muss er stehen. Moment. Hier gleich wieder Tarn-Dings an. Da hinten steht er. Analysieren Feuer. Und zack. Da ist er down. Okay, wo auch immer der Treffpunkt ist. Aber erstmal haben wir hier irgendwo Gegner. Da. Ich hab dich gesehen. Ja, ich hab auch ein Ziel. Stell dir vor. Ruhe mit dem Fischen oder so. Auch wenn hier keine Fische sind. Was haben wir denn hier? Oh, eine Plastikflasche. Oh mein Gott. Bam. Ja, der Panzer ist ziemlich hinüber. So, wir müssen hier irgendwo lang. Psycho. Bin mit der Geisel unterwegs zum Exfiltrationspunkt. Verstanden, Psycho. Melden Sie sich, wenn sie in Sicherheit ist. Ja, genau, melde dich dann mal. Oder schick mir eine Postkarte oder sowas. Ich freue mich doch über sowas. Okay. Okay, da scheinen wir wieder rüberspringen dürfen zu können. Forschungsteam lokalisiert. Ich schicke Ihnen meine Koordinaten. Kommen Sie her. Ich dachte, wir sollen jetzt da entlang. Moment. Okay, wir müssen da entlang. Gut. Maximale Stärke. Maximale Stärke.
Ich dich auch, ey. Energie kritisch. Ja, es war klar. Hui. Ups, nein, ich wollte nicht von da wegspringen. Ich wollte doch nur darauf springen. Genau. Ich will da nicht abrutschen. Ich will doch nur darauf springen. Geht doch, mein Gott. Maximale Panzerung. Okay. Jetzt kommen ja bestimmt wieder ein paar hunderttausend Soldaten so einfach mal so durch den Wald. Nicht. Vielleicht gleich. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Wir können ja mal eben sprinten hier. Maximales Tempo. Uiuiuiuiui. Vielleicht nochmal. Ach nee, da hinten sind sie schon, verdammt. Shit. Maximale Panzerung. Ach, wirklich? So, der ist down. Dich kriege ich hier auch gleich. Moment. Oder dich hier und dich hier. Wo ist eine Granate? Ja, super, du hast eine Granate gegen den Stein geworfen. Du bist ja ein Held, ey. Hast fast so viel Skill wie ich. Aber nur fast. Ups. Hallo. Was hast denn du für ein schönes Gewehr dabei? Da unten sind auch noch welche, okay. Da unten sind die eine Menge. Scheiße. Perfekt. Kommt ihr denn da runter und warum seid ihr da unten? Verdammt, ich habe Kontakt! Hier wimmelt es von KVA-Truppen und weiß der Teufel was. Irgendwas tötet auf der ganzen Insel koreanische Soldaten. Wir müssen weiter. Ich rücke flussaufwärts zu einem Höhensystem vor. Treffpunkt dort. Ich bin unterwegs. Jupp. Aber halt etwas später. Moment. Erstmal muss ich hier die ganzen Waffen einsammeln. Vorausgesetzt ist Munition für mich dabei. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, da hinten. Da schießt doch irgendwas. Was? Da hat auch jemand schon wieder so einen Froststrahl eingesetzt. Hallo, hallo, Verrecke. So. Mann, ich glaube, ich habe Daus gefunden. Was immer Aztec und Chester erledigt hat, hat auch ihn erwischt. Bleiben Sie in Bewegung, Roman. Da draußen sind immer noch... Verrecke! Ich muss nachladen. So. Okay. Da hinten. Okay, so, da war einer. Gere, wie immer. So. Was hast du denn da für Stacheln auf den Rücken? Sind das Eissplitter? Sieht mir fast dann aus, ne? Naja, du bist auf jeden Fall tot. Und wir gehen hier einfach mal weiter. Immer weiter. Vorsicht, Nomad, da kommt eine KVA-Patrouille auf Sie zu. Ja, ich hoffe, die haben Muni dabei. Mal gucken. Wo sind sie denn? Ich sehe noch niemanden. Rücken wir vor von Stein zu Stein. Ich sehe noch nichts. Ne, immer noch nichts. Gut. Hier vielleicht? Ne. Aber ich erzeuge schon mehr Bedrohung jetzt. Ach, da bist du. Hallo. Jetzt bin ich auf jeden Fall entdeckt. Attacke. Irgendwie macht ein Treppenhaus schon wieder Lärm. Das heißt, ich mache dann gleich immer eine Aufnahmepause. Damit ich den Lärm nicht in der Aufnahme so viel drin habe. Erstmal müssen die hier drin glauben. So viel Zeit muss da sein. Sorry auch, wenn es dann im Hintergrund so viele laute Segelgeräusche sind, ne? Aber kann ich leider im Moment nicht ändern. Verrecke! Verrecke, sagte ich. Da sind noch überall Patrouillen. Wir haben auch viele Leute, ey. Lade nach! Muni! Yay!
hab bloß auch Muni. Ich hab nämlich nicht mehr so viel. Uah. Was hat denn da? Ist er. Verrecke. So, du hast bestimmt Muni dabei, ne? Glaube ich doch. Ich hab nämlich kaum noch was. Aber wir so ein bisschen alles absuchen. Du hast was. So, und irgendwo waren doch hier noch ein paar, ne? Irgendwelche, die ich noch nicht gelootet habe oder so. Moment, da war gerade was. So, da haben wir noch mal was. Manchmal sieht man das hier nicht. So, aber wir haben jetzt hier die Patrouille anscheinend getötet. Deswegen stelle ich mich mal hier ab. Und ich sag dann einfach mal an der Stelle bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und danke euch fürs Zusehen und ja, tschüss.